Rosamunde Pilcher wird ja eigentlich Rosamund Pilcher ausgesprochen. Ja, ja, die Dame war Engländerin. Sie hat einige Kurzgeschichten und Erzählungen geschrieben, vor allem aber 16 Romane, die alle als Kitsch belächelt werden, aber es wurden bislang rund 65 Millionen Bücher verkauft. Man muss also nicht lange suchen, bis man jemanden findet, dem das gefällt. Und jährlich reisen ca. 350.000 deutschsprachige Touristen ins englische Cornwall und Devon, also zu den Originalschauplätzen der Bücher und Drehorte der Filme. Ja, es gibt die Bücher, es gibt die Filme, es gibt aber auch ein Pilcher Musical. Und das ist derzeit in der Komödie im Bayerischen Hof zu sehen. Unter anderem mit Angelika Milster, Wechselspiel der Liebe. Ich wusste gar nicht, dass du singen kannst. Was machen Sie hier? Verlassen Sie sofort die Wohnung. Was soll das, Rose? Ich bin nicht Rose, ich bin Flora. Wie bitte? Rose ist nicht da, ich bin Ihre Zwillingsschwester. Rose hat keine Schwester. Sie hatte keine, aber seit gestern Abend hat sie eine. Soll das ein Witz sein? Ich weiß, es klingt verrückt, aber so ist es. Ich bin Ihr Zwilling. Über Nacht verdoppelt. Ja. Wechselspiel der Liebe? Also die Geschichte ist nicht ganz leicht. Naja, es ist eine ganz klassische pilchereske Love Story. Und es fängt natürlich an mit den beiden, die sich überhaupt nicht ausstehen können, kriegen sich, naja, so viel will man nun auch nicht verraten. Man soll es ja bis zum Ende sehen, ne? Es ist auch nicht so ganz alltäglich. Meine Rolle, die Flora, die lernt ihren Zwilling kennen. Das wird aber auch nur dann erzählt, dass sie es gestern getan hat. Hat zufällig den Zwilling getroffen und plötzlich, sie ist aber verschwunden und jetzt ganz plötzlich tritt sie in das Leben oder übernimmt das Leben von ihrer Zwillingsschwester, weil da jemand kommt, der sagt, du musst noch mal meine Großmutter besuchen, die liegt im Sterben, komm doch mal mit, wir wollen sie noch mal glücklich machen. Und dann geht sie da mit auf diesen schottischen Landsitz und dann geht das Desaster los. Wir fliegen ja übermorgen wieder. Ja, 2 Tage können lang sein. Soll ich gleich fliegen? Nein, ich werde das schon überstehen. Ich bin ja die Einzige, die davon weiß. Aber der Brief, den du mir vor deiner Abreise aufs Bett gelegt hast, der existiert immer noch. Und ich möchte nicht gezwungen sein, ihn doch noch Anthony und Tappy zu zeigen. Dass du es wagst, dieses Musical Wechselspiel der Liebe ist eigentlich für mich ein Märchen für Erwachsene. Viele sagen ja immer, ach, um Gottes Willen, Rosamunde Pilcher. Also ich bin ganz glücklich, wenn ich mal nichts Trauriges sehe, wenn ich mal mich ein bisschen in eine Geschichte hineinversetzen kann, auch als Zuschauer. Nicht nur jetzt hier, obwohl das Publikum ist toll. Reagieren sensationell, sind sehr aufmerksam. Manchmal denkt man, mein Gott, die Pointe kam nicht an. Nein, am Schluss geht's dann los. Sie hören einfach zu. Und das ist ja auch eine Kunst, die man beherrschen sollte, zuzuhören. Ich halte es für eine gute Idee. Es sei denn, Sie meinen, es ist zu viel für Sie. No, ganz und gar nicht. Also schön. Ich kapituliere. Wenn Sie dann schon mal nach oben gehen wollen, ich verpasse Ihnen dann noch eine Vitaminspritze. Was soll ich denn mit Vitaminen? Lieber Zäpfchen. Oh. Also ich finde ja, dass Rosamunde Pilcher und Musical eigentlich ganz gut zusammenpasst, weil Musical ja schon auch schön Herzschmerz sein kann. Und ich habe mich eigentlich gewundert, dass es jetzt erst passiert. Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, ganz ehrlich. Und ich finde ja, dass die Filme auch eben massiv von den Landschaften leben. Aber die werden hier ersetzt durch die Musik.
Und der Richard Blackford, der die Musik geschrieben hat, der hat auch 100 Filme vertont, unter anderem natürlich auch unzählige Pilcher, weiß also, worum das geht. Und ich finde, es entführt einen genauso. Es funktioniert. Ich hätte es am Anfang, als das Ganze in der Planung war, mir auch nicht so vorstellen können, aber es funktioniert tatsächlich, finde ich. Wir haben die Bücher gelesen, also ich zumindest alleine, und dachte, ach, mal was anderes. In den ganzen 55 Jahren fehlte mir das noch. Mach Marmelade aus allem groß und klein. Man nimmt das, was man kriegen kann. Nur lecker muss es sein. Oh Gott, ja, hatte ich ein Wechselspiel der Liebe? Bestimmt. Ständig, was man so erlebt in seinem Leben. In diesem Sinne nicht, nein. Kann ich nur mit einem Nein beantworten. Also es gab Lieben, aber kein Wechselspiel. Ein einziges Mal, aber da war die Beziehung nicht mal eine Woche später beendet. Also manchmal überschneidet sich ja vielleicht was, wenn man sich irgendwie verguckt und die, keine Ahnung. Aber ich bin kein Fremdgänger, ich bin ein sehr treuer Typ und bei mir kann man das auch. Also ich verliebe mich nicht alle 14 Tage neu. Ach, alle guten Dinge sind zwei, ne? Ja, gab es. Aber man hat, ja, ich habe gewechselt. Vielleicht war der andere auch ganz glücklich damit. Party time, ihr Leute! Ein Treffen, voller Abenteuer. Überall sind Herzen, Reden und Betrotzen. Alle zum Singen, alle zum Swingen, oh yeah! Party time. Ich freue mich total, hier an der Komödie wieder spielen zu dürfen. Das war tatsächlich mein allererster Job, den ich nach der Akademie hatte. Und oh Gott, das ist ja auch schon lange her, 14 Jahre. Ich bin zum ersten Mal hier und ich finde es wunderbar. Auch hinter der Bühne, das Team ist sensationell. Und auch jetzt, was die Theaterleitung angeht, jetzt die neue. Wir sind alle happy. Weil es eben auch funktioniert und die Leute es lieben. Also es ist ja ein Wabonspiel. Es ist ja keine typische Komödie in dem Sinne. Klar kann man auch lachen zwischendurch. Man kann aber, wenn man will, auch heulen. Und man kann sich mit den Charakteren freuen, wenn man sich da ein bisschen reinsinken lässt. Aber es ist ja jetzt nicht der klassische Schenkelklopfer. Und ob das dann an so einem Haus funktioniert, war vielleicht doch fraglich. Aber es kommt einfach bombastisch an. Die Leute jubeln jedes Mal am Ende. Das ist uns eine Riesen. Das ist ja unser Entgelt sozusagen. Der Applaus am Ende. Und das ist immer eine Riesenfreude. Wie die Leute mitgehen in dem Stück, auch was wir danach hören, ist einfach total toll. Also was gibt es da mehr? Und eigentlich ist es doch egal, ob man in München spielt oder in Pferden an der Aller. Es sind Menschen, für die wir spielen und singen. Wo einige sagen, ja, warum singst du denn jetzt in der Provinz? Hat man mich auch schon mal ein bisschen nicht angegriffen, aber es war nicht sehr hübsch. Und habe gesagt, ich singe für Menschen. Außerdem habe ich eine andere Philosophie von diesem Beruf. Alles so.
Der Schauspieler Patrick Tanne, Kiefer, Fichte, der hat ja schon in 7 Pilcher-Verfilmungen mitgespielt. In Worten 7. Was also Kenneth Branagh für Shakespeare-Verfilmungen ist, das ist der Herr Fichte offenbar für Pilcher. Ne? Ja, insofern war es naheliegend, dass er als Experte auch Regie führt im ersten Pilcher-Musical, Wechselspiel der Liebe. Und jetzt erzählt er uns von einer Dreiecksbeziehung. Also Wechselspiel der Liebe, Komödie im Bayerischen Hof und Corona-bedingter Lockdown. Und bitte. Ich werde diese Bühne nie vergessen, weil wir das Stück hier angefangen haben mit der Premiere und dann das letzte kleine gallische Dorf oben im Norden waren, was noch gespielt hat. Und an einem Sonntagvormittag hieß es dann, heute Abend ist die letzte Vorstellung und dann kommt der Lockdown. Dann habe ich das letzte Auto noch von Sixt bekommen und bin wieder gen Heimat oben an die Küste gedonnert. Und das ist wie 9-11. Jeder von uns weiß, wo er war und wann er das erfahren hat. Und für mich ist das hier leider eingebrannt als der Corona-Hotspot. Also hier fing das an, Ischgl, und München war ja sowieso der erste Fleck und wir standen hier auf der Bühne. Es waren 600 Karten verkauft und 17 Leute waren da. Also es war, und es wusste ja noch niemand von uns, was da wirklich auf uns zurollt. Also es fühlte sich nicht gut an. Umso schöner ist es wirklich, dass wir das jetzt quasi weiterspielen dürfen. Es ist ja nun mehr als 2 Jahre später und alle hängengebliebenen Vorstellungen kommen jetzt. Und wir haben uns alle tierisch darauf gefreut, weil wir uns damals schon alle so grässlich lieb hatten und gerne hier waren. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Pilcher für alle.